Du hast ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben vor dir und du möchtest die Gesamtkosten bezuschussen lassen, also Geld bekommen, was du nicht zurückzahlen musst. Nun, dann bist du heute hier richtig bei dem Programm ZIM, beim Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr begleiten wir hunderte von Unternehmen dabei, Förderprogramme zu finden und auch richtig erfolgreich zu beantragen. Und wenn du nun ein Unternehmen bist oder eine Forschungseinrichtung und du hast für mehrere hunderttausend Euro Forschung und Entwicklungskosten, dann kriegst du hier Zuschuss. Die Frage ist nur, was kann als erstes bezuschusst werden? Bezuschusst werden alle Ausgaben, die mit der Forschung und Entwicklung von einem Konzept, Vorhaben oder Verfahren zu tun haben. Einmal in Bezug auf Personalkosten, im zweiten in Bezug auf Dritte, also ich schreibe einfach mal Subunternehmer oder Fremdleister, denen du Aufträge outsourcest. Oder das dritte ist, was beantragt werden kann, sind sogenannte Markteintrittskosten. Alles zusammengefasst wird über dieses Programm bezuschusst. Nun, wer kann dieses Programm beantragen? Es gibt im Grunde genommen zwei Kriterien. Das eine sind kleine und mittelständische Unternehmen, die also eine bestimmte Höhe von Mitarbeitern und Umsätzen nicht überschreiten. Die Kriterien findest du im Internet. Das zweite sind sogenannte Non-Profit-Organisationen, also auch Forschungseinrichtungen, Einrichtungen, die nicht gewinnorientiert sind. Beide können hier den Antrag stellen. Kommen wir nun zur nächsten Frage, wofür und wie hoch sind die Zuwendungen? Für kleine und mittelständische Unternehmen beträgt die Höhe der gesamtgeförderten Kosten maximal 380.000 Euro. Und je nachdem, in welchem Bundesland du bist, kriegst du zwischen 30-50% dann bezuschusst. Bei den Non-Profit-Organisationen, da ist es so, dass die Höhe limitiert ist auf 190.000 Euro, aber es kann theoretisch bis zu 100% der Kosten können auch gefördert werden. Sind es aber Kooperationsprojekte, das heißt also mehrere Partner, vielleicht sogar ausländische Partner mit involviert, dann kann die Bemessungsgrenze sogar bis 2 Millionen Euro hochgehen und je nachdem, wo die Unternehmung angesiedelt ist, das Vorhaben angesiedelt ist, werden hier zwischen 30-55% auch bezuschusst. Sollte es bei deinem Vorhaben aber nicht um Forschung und Entwicklung gehen, einer Unternehmung oder einer NPO oder von Kooperationsprojekten auch mit ausländischen Partnern, sondern um eine Markteinführung gehen, dann kannst du von bis zu 50.000 Euro nochmal 50% fördern lassen. Wenn du nun dein Vorhaben fertig erforscht und entwickelt hast und du möchtest dieses Produkt, die Dienstleistung, dann einführen. Nun, dann kannst du für die Markteinführung auch nochmal bis zu 50% von 50.000 Euro Markteinführungskosten bezuschussen lassen. Zusammengefasst also ein super Programm, um neue Vorhaben zu entwickeln und dafür auch Fördermittel zu bekommen. Zwei Punkte noch zum Abschluss. Erstens, diese Kostenangaben sind alle netto. Das heißt, plane noch die Vor- und Zwischenfinanzierung der Umsatzsteuer ein. Und das Zweite ist, wenn du eine NPO, Non-Profit-Organisation bist und bis zu 100%ige Fördermittel haben willst, nun, da sei dir aber auch bewusst, dass da bestimmte Kriterien für die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit auch verbunden sind, dass du zum Beispiel Forschung und Entwicklungsergebnisse auch veröffentlichen musst, also anderen zugänglich machen darfst. Wenn du dieses Programm nun beantragen willst, kannst du gerne einen Gutschein runterladen für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns und dann helfen dir über 40 Berater von uns dabei, diese Fördermittel zu beantragen. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren, uns weiterempfehlen und über diese Webseite direkt das Programm beantragen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Vorhaben im Bereich Forschung und Entwicklung. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.